Hallo und willkommen jetzt zum Finale zwischen Gamewolf und Chesswar. Gamewolf mit dem Glück anstoßen zu dürfen. Und vor dem Spiel jetzt noch die Frage an Gamewolf: Wirst du deine bisherige Leistung wiederholen können? Ich glaube nicht, weil in dem Test oder in dem Freundschaftsspiel, sage ich einfach mal, habe ich auch mit dem Chesswar zusammengespielt. Und das hat eigentlich, finde ich, schon gut harmoniert. Deswegen wird das, glaube ich, jetzt umso schwerer. Was sagst du, Chesswar? Wird ja, das eng oder? Das wird auf jeden Fall eng und ja, mal sehen, wer gewinnt. Dann freuen wir uns wohl auf ein starkes Spiel und wir hören uns nach dem Spiel nochmal. Und dann wissen wir auch, wer Erster und Zweiter ist. Ja? Dritten wissen wir ja schon, das ist ja Bjarnex geworden. Der Mann, der abgeschlachtet worden ist von Gamewolf. Also, da mal gucken, wie es dann weitergeht. Wir sehen uns. Hallo und willkommen zum Finale. Das wird jetzt das Spiel sein des Spiels zwischen Gamewolf und Chesswar. Und da ist direkt die erste Aktion von Gamewolf. Und Chesswar blockt die erstmal. Das ist das Spiel der Titan, würde man sagen. Und Chesswar da mit dem ersten Tor, kommt der Gamewolf noch hin? Da kommt der. Oh, das war knapp, das war sauknapp. Aber 1-0 für Chesswar. Ziemlich ausgejubelter Jubel. Und dann Gamewolf ziemlich frech mit einem Trick. Eck-Trick? Nee, den zeigt er nicht. Und das ist durch diese kleine enge Gasse macht er das Tor zum 1-1. Das Finale scheint zu versprechen, was es zu versprechen sollte. Oh, fast der Fehler von Gamewolf, aber den hat er nochmal gut korrigiert. Und Gamewolf am Ball jetzt erstmal. Chess war erstmal hinten in der Rückwärtsbewegung. Hier geht's um den Platz 1, also das ist das Finale. Und der Schuss, leichte Beute für Chess war. Und da ist Chess war dann im Gang und den macht... Chess war, ja, den macht er ganz locker. Den macht er abgewichst. So, Gamewolf mit dem Anstoß. Aber kommt er sehr gut hinter den Ball. Schade, den hätte er vielleicht besser nutzen sollen. Und Chesswar verschätzt sich wieder und den musst du eigentlich machen. Aber wahrscheinlich die Aufregung vom Finale, dass dann so etwas mal nicht reingeht. Und der Gamewolf, nee. Und den hat er eben auch gemacht und da war Chesswar sogar gerade ziemlich unaufmerksam und stand weit weg. Und Gamewolf, da ist der erneute Ausgleich zum 2-2. In der ersten Minute und 20. Sekunde. Da kommt der Gamewolf nochmal zurück. Chesswar, ja, verliert den Ball, aber holt sich den direkt wieder. Und oh, das war wieder ziemlich frech. Chesswar da, spielt in die Ecke. Und Gamewolf spielt erstmal Chesswar vorbei, aber kommt dann leider nicht an den Ball. Doch, kommt er dann doch noch durch den Fehler von Chesswar. Und jetzt der Gamewolf. Chesswar? Nee, doch. Nee. Der Gamewolf erstmal auf. Gut aufpassen und Chesswar. Nee, das ist das Eigentor. Das Eigentor von Gamewolf. Das ist bitter. Im Finale schießt der Chesswar zum 2-3. Das ist bitter. Und dann aber macht er dann noch das neue Tor. Nee. Da macht er nicht den 3-3 Treffer. Boah, das hat er ziemlich mit Gefühl gemacht. Und das 3-3, also man muss sagen, dieses Spiel, das verspricht wirklich ein Finale zu werden, also zu sein, das hat den Namen verdient. Und wir sehen hier ein Spiel auf wirklich kompletter Augenhöhe. Nach 2 Minuten steht es 3-3. Und Chesswar verschätzt sich da leider ein paar Meter schieren und so steht es jetzt 4-3 für das rote Team, für Gamewolf, aber Chesswar lässt sich davon nicht beeindrucken und macht ihn einfach direkt selber rein. Und das nicht schlecht. Richtig schönes Spiel. Gamewolf behauptet erstmal den Ball, spielt ihn dann aus irgendeinem Grund runter. Aber Glück, dass er dann noch vor Chesswar kommt. Aber Chesswar setzt sich da sperrenstark durch und macht das 4-5. Die erneute Führung. Jetzt waren beide schon mal in Führung, also das Spiel ist ja noch besser. Oh nee, was war das denn? Die spielen hier ein Spiel, das ist ja nicht zu glauben. Das ist echt nicht zu glauben, ja. Nur schade, dass es Gamewolf da nicht reinmacht. Das ist ja ein krasses Spiel hier, ey. Gamewolf? Macht er stark, aber Chesswar passt gut auf. Noch 2 Minuten. Und der Block geht rein. 5-5. Und Chesswar spielt hintenrum erstmal.
möchte den langen Laufweg von Gameboy nämlich, glaube ich, riskieren, sodass er den weiteren Weg laufen muss, wenn er sich verschätzt. Klappt nur nicht, aber dann der... Oh, da hat Chesswa Pech, dass er den dann nicht reinmacht. Den musst du machen. Da versucht Gameboy auch nur leider... Oh, doch, der... Naja, doch, da verschätzt sich Chesswa, aber irgendwie weiß ich dann nicht ganz, was da jetzt passiert, weil sich beide zwischendurch mal verschätzen und Gameboy dreht sich erneut und schießt und macht das 6:5 in der dritten Minute. Chesswa wieder ziemlich, als hätte es ihn nicht gejuckt, und da ist wieder dieses freche 6:6 und da schießt er, tritt er ihn nochmal ins Netz. Also dieses Spiel ist echt finalwürdig. Hätte man mir das vor dem Turnier gesagt, dass hier so ein Finale stattfinden wird, hätte ich es nicht geglaubt, hätte ich echt nicht geglaubt. Aber das, was wir hier sehen, ist echt einsame Spitze. Und da setzt Chesswa mit dem Trick super durch. Und dann im Zweikampf gewinnt er auch. Und dann der Pfosten. Da ist der Pfosten im Weg. Gameboy im direkten Konter. Noch eine Minute. Und Chesswa, den kriegt er nicht verteidigt. Das ist 7:6. Und es sind nur noch 52 Sekunden. 52 Sekunden. Das ist, da ist noch alles drin. Alles. Hier hat sich noch im Spiel wurde. No, noch keiner hat sich richtig abgesetzt. Chesswa, nein, den macht er nicht. Gameboy passt super auf. Keiner hat sich mit 2 Toren abgesetzt in dem Spiel, glaube ich. Und Gameboy versucht es jetzt hier zu machen. Noch 30 Sekunden, noch 30 Sekunden, die letzten 30 Sekunden. Und Chesswa. Macht das 7:7. Nein. Was ist das denn? Und da, ich glaube, da hat er nicht gut aufgepasst. Sah er auch nicht gut aus. 40. Aha. Noch 20 Sekunden. Noch 15 Sekunden. 10 Sekunden gleich sind es noch. Gamewolf. Macht er das jetzt noch vor dem... Bevor dem... Golden Goal? Nee, macht er nicht. Und... Da schreitet Chesswa. Chesswa gerade im Glück. Jetzt in 5 Minuten. Das ist die Overtime. Das heißt, der Nächste, der das Tor macht, gewinnt das Spiel. Und das ist Chesswa. Chesswa macht das. 8:7. Der Overtime, 6 Sekunden nach dem regulären Spielende. Das ist ein Finale gewesen, das darf man Finale nennen. Und wir sehen uns jetzt im Interview mit den glücklichen Siegern und Glück und leider zweiten, aber trotzdem starken Spieler. Also wir sehen uns, tschüss. So, da sind wir auch erstmal wieder zurück hier beim Finale. Ja, das Finale beim Hansball-Turnier ist jetzt vorbei. Und wir haben den ersten Platz und erstmal herzlichen Glückwunsch raus an Chesswa zu dem sensationellen Sieg, aber natürlich auch an Gamewolf, weil das ist ja eigentlich kein Spiel gewesen, das ist ja erst 6 Sekunden nach dem regulären Spielende auch entschieden worden in der Overtime, also das war eigentlich jetzt quasi der letzte glückliche Angriff, ne? Ich glaube, wenn es weitergegangen wäre, dann wäre auch wieder der Ausgleich gekommen, also Zweiter mit ganz viel Stern. Das ist auf jeden Fall ein krasses Spiel, auf jeden Fall. Wie habt ihr das Spiel denn erlebt? Erstmal jetzt zum Verlierer. Es ist krass, einfach nur krass. Also, da kann man nichts zu sagen, außer das war so scharf, so knapp und krass. Und wie hast du das gesehen, so Chesswa? Ja, es war unglaublich. Also, so am Anfang dachte ich so, ja, ich schieße ein Tor. Oh, wird vielleicht einfach nach. Schießt er ein Tor, ganze Zeit hin und her. Und dann dachte ich mir schon, ja, dann gewinnt einfach der, der nach der Overtime als erstes das Tor schießt. Und das war dann zum Glück ich. Ja, und es hat ja niemand, in dem Spiel ist es ja nicht einem einmal gelungen, sich abzusetzen mit 2 Toren. Ja? Also, man lag vorne und hat dann meistens direkt den Gegenkonter kassiert. Und ich muss sagen, das erste Tor von Gamewolf, das war ja ein richtig starkes Tor. Das war nämlich nur dieser kleine Fleck, wo der Ball gerade durchpasst. Und da hat er den einfach durchgeschoben von oben. Also das war echt ein starkes Tor. Und gegenseitig aber auch von Chesswa. Direkt nach dem Anstoß einfach dran vorbei und auch einfach rein. Also, das war so krass. Da dachte ich, das war ein Spiel. Wart ihr eigentlich aufgeregt oder so? Oder? Es war eine Spannung schon da. Ja. Ja, okay. Definitiv. Da darf sich Chesswa jetzt auch über die 1 Million Euro Preisgeld freuen. Ah, cool. Oder auch nicht. Ja, und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden. Und Chesswa, darfst du jetzt auf jeden Fall eine Krone aufziehen für den Hacksball-Sieger. Ja,
Mach ich. Wenn es ein zweites Turnier gibt, dann bist du auf jeden Fall der Titelverteidiger, hoffe ich. Ja, klar. Also falls es ein zweites gibt, ich bin bereit. Und das war's auch vom Haxball-Turnier und wir sehen uns bestimmt im zweiten Turnier und im dritten dann bestimmt auch. Aber wir verabschieden uns von hier erstmal und sagen Tschüss. Tschüss. Ciao.